Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lost by Skyrim Legend Division Enderal. Ja, letzte Woche haben wir die Prüfung bestritten. Die hat Dunvan zum Glück nicht geschafft. Ja. Und Kalia will uns jetzt das zeigen und ich glaube, da entwickelt sich auch was mit Kalia. Sie zeigt uns den Sonnentempel, so wie so ein romantisches Date in der Uni. Gut, das kann man machen. Oh, was haben wir denn hier? Heiraten die? Was ist das? Der Stillen des Gesprächs? Ja, ich habe den Ort auf jeden Fall dementsprechend genutzt, würde ich sagen. Doch, kann man nicht anders sagen. Jo, mach das. Hey, Stille, Raum der Stille. Reitet wohl! Ihr seid doch alle reich hier oben. Ihr seid Geistliche. Hallo, wisst ihr, was ihr verdient? Meine Güte. Also, fünfstelliges Einstiegslohn. Katholische Kirche, diese Löhne, ne? Boah, Schickgesellala, da will ich auch für glauben. So. Könntet ihr bitte mehr reden? Das ist jetzt irgendwie eine Wow, was war das denn jetzt für eine Tour? Gut, was werdet ihr jetzt tun? Jo, sehen uns, bis dann. Mach's gut. Kann ich noch mit euch reden? Kann ich euch beklauen? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Kann ich euch hier beklauen? Jesper. Was denkst du? Ja. Was ist unsere Aufgabe? Mit Thealo, Arantial im Emporium sprechen. Ach so. So. Ja, machen wir mal, ne? Jetzt wird's spannend. Jetzt weiß nämlich so langsam die Bevölkerung von diesem Chaos hier. Kann ich die Hüter eigentlich beklauen? Ich habe ja jetzt meine Taschendiebstahl-Skills. Und so eine Kirche ist doch ein guter Ort für Taschendiebstahl, oder? Denke ich mal so. Ja, die haben alle kein Geld. Was ist das da? Oh, der hat Geld. Alter, 90%. Ich bin so lustig, ne? So eine Robe. Wie soll ich dem das? Wie soll man sowas klauen können? Bitte. Achso, So. Ins Emporium. Die hat mir da zwei Räume gezeigt. Zwei.
Das war doch keine Tour. Ja, auf bald. Seufzen, wunderbar, wie auch sonst. Das Ritual hätte mich töten können. Versteigt mir so etwas nie wieder, wenn ihr künftig meine Hilfe wollt. Noch etwas durch den Wind, aber ansonsten in Ordnung. Nein, es hätte mich töten können. Worauf werde ich schwören müssen? Die toten Götter, meine Loyalität zum Orden? Gut, ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ein Traum, was habt ihr gesehen? Ich habe dasselbe geträumt, bevor ich im Kurarium aufgewacht bin. Irgendeine Vorstellung, um was oder wen es sich bei diesem Wesen handeln könnte? Ihr hattet erzählt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 30 Jahre Isolation spurlos an einem vorbeiging. Auf gar nichts, vergesst es einfach. Ihr wollt, dass ich eurer Führung vertraue, aber wenn ich das tun soll, will ich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Und dann wart ihr plötzlich wieder frei. Wie hat sich das angefühlt? Und wie ist es mittlerweile? Mich überrascht, dass ihr nach dieser Erfahrung gleich wieder zurück in den Dienst getreten seid. Wegen des Zyklus. Könnt ihr mir noch mehr über die Boten erzählen? Was macht uns aus?
Und ihr habt keinerlei Vermutung darüber, warum genau wir beide Boten sind. Was sind genau unsere Aufgaben? Gibt es außer uns noch beiden noch andere Boten? Dieser Kreislauf, habt ihr eine Vermutung, wie lange das schon so geht? Hier ist gerade ein Regenbogen. Und keiner Menschheit ist es bisher gelungen, den Zyklus zu brechen. Das ist entmutigend. Ach so. Okay. Was müssen wir jetzt tun? Warten, bis Theodor Arantheia die Zeremonie vorbereitet. Okay. Die Bücher kann ich eigentlich mitnehmen, ne? Ich meine, die sind ja nicht wertlos. Also hier einmal mit Fußrot da drüber. Hallo? Ich glaube, das Spiel stürzt ab. Gut. Schade. Naja, ich mache jetzt mal einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.